Recht herzlich willkommen zur 25. Folge von Grand Age Medieval. Ja, die Bären sind fast geschlagen. 2-1, lol. Und da haben wir es geschafft. Müssen wir noch gucken, hier sind irgendwie keine Haufen. Da war ja die Hütte, aber wir Jawohl! können da mal hintreten, weil wir auch starke Verluste hatten. Vielleicht kriegen wir ein paar Axtkämpfer dazu. Einmal in der Nähe einer alten Hütte. Ja, genau. Nochmal. Axtkämpfer. Sicher! Jawohl! Sicher! Das sind die angeschlagenen Truppen. Ah, jetzt hat's geklappt. Okay, sehr interessant. Auf geht's! Hat letztes Mal nicht geklappt, aber jetzt hat's geklappt. Gut, gehen wir mal raus. Ja, Ist irgendwas ist da in gebombt! Izmir los. Und das ist unser Ziel. So, Händler ist, glaube ich, der, ne? Der transportiert nichts dahin, was wir da eigentlich brauchen, ne? Ja, das ist schade, ne? Weil hier ist eigentlich der Prunk zu Hause. Da fehlen hier Rohstoffe für. Werkstatt. Rohstoffe fehlen. Was sind das denn für Rohstoffe? Wo sehe ich das? Keramik und Metallwaren fehlen. So, Keramik und Metallwaren, wo kriege ich die aber? Hier gibt es die nicht. Hier gibt es Metallwaren, ne? Ja. Und da ist eine Überproduktion. Das würde also funktionieren. Hier gibt es auch Prunk. Hier gibt es auch die Keramik. Da fehlen die Rohstoffe. Kohle fehlt. Okay. Was hat denn der Händler mit? Nix. Kohle gibt's da nicht. Da auch nicht. Hier gibt's Kohle. Gibt es da auch einen Händler, der diese Strecke dann macht? Nee. Der macht die Reise. Ist dann die Frage, ob der auch Kohle mitbringt, ne? Fährt er jetzt hierhin, wo es die Kohle gibt? Ich glaube, wir sollten Konstanza hier vielleicht aus der Route nehmen, ne? Weil, gute Plan. Warte mal. Route kopieren. Letzte Stadt löschen. Ist das die letzte Stadt? Passiert jetzt wieder mal nichts, ne? Oh. Stadt hinzufügen wäre links. Stadt löschen wäre rechts. Er macht es aber nicht. Jetzt hat er das gemacht. So, hinzufügen würde bedeuten, wir müssen nach da oben. Und ich glaube, wir waren dann da, dann wieder nach da und dann dahin. So. Jetzt passt's. Aktiv ist er, ne? Ja. So. So, wo ist der Händler denn unterwegs gerade? Ah, jetzt ist er gerade hier in der Stadt, glaube ich. Ah, das ist ja auch der hier, ne? Wolle und Bier hat er jetzt dabei. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich weiß aber auch nicht, wo er hinfährt. Ah, er hat Kohle dabei und fährt auch nach da oben dann wahrscheinlich. Obwohl, das wissen wir nicht. Was ist das für ein Händler? Das ist unser Händler. Der hat nur einen anderen Weg genommen, ne? Genau. Ja. Prunk. Brauchen wir Werkzeuge und Keramik für. Keramik? Ne, da war gar keine Keramik. Auch schön, ne? Da war die. Ist da.
Da fehlen die Rohstoffe, okay. Der Händler, der da jetzt lang fährt, was braucht der oder was hat der? Nichts, was wir brauchen, ne? Und der hat die Kohle. Jetzt ist die Frage, ob die Kohle gleich dafür über ist, ne? Hier hätten wir ja gerne die Kohle abgeliefert, damit die dann weiter nach da gebracht wird, ne? Okay, der geht schon mal ohne Kohle wieder weg. Handel ist hier, aber Kohle ist hier mit 15 nicht wahrscheinlich handelbar. So, da kommt wahrscheinlich der Händler, der hat auch Kohle dabei. Und wir hoffen, dass das klappt mit der Kohle. Gut. Der da hat nichts mit, wo wir jetzt sagen würden, das brauchen wir. Der hat Eisenwaren dabei, eine, und Kohle 7. Das wäre das, was wir wieder brauchen. Da ist noch ein Händler, der von der anderen Seite kommt. Der hat aber nichts bei, was wir brauchen. Die Eisenbahn hat er mit 2 wieder mitgenommen. So. Stellt sich die Frage, was er einpackt. Wenn er jetzt Kohle einpackt. Das wäre sehr wichtig, dass der Kohle einpackt. Irgendwo wurde er jetzt gerade angegriffen. Krakau. Das ist also hier. So, und der hat keine Kohle mit. Ja, das ist also schlecht. Was hat er? Nix. Und wir haben keine Kohle hier. Wie kommt dann da was hin, was wir da oben brauchen, ne? Kohle, Weizen und Honig fehlt da. Bringt er nicht mit. Also uninteressant. Und was mit ihm hier? Der handelt mit einer Stadt wie Budapest, wo ich sagen würde, boah, die Handelsroute können wir auch ändern. Jetzt wird die falsche Seite gedrückt. Ist auch faszinierend, dass wenn ich hier draufklicke, das nicht weggeht. Rechtsklick geht nicht. Oh, ist das komisch. Warum will der nicht? Ich will das loswerden hier. Toll. Hey, Rechtsklick, steht doch da. Letzte Stadt löschen. Ja, guckt jetzt an, jetzt hat er was gemacht, aber... Oh. So, jetzt auf ein neues. Der? Nein. Der? So. Ne, nochmal. So. 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 Und machen wir mal dahin. Aber dann wieder dahin. Gut, schauen wir mal, ob das so klappt. Was passiert hier? Fehlen die Rohstoffe wahrscheinlich immer noch. Der Händler ist jetzt da oben. Hat nichts Brauchbares für uns dabei. Der ist schon wieder da unterwegs. Der bringt Kohle durch die Gegend, ne? Aber wahrscheinlich in die falsche Richtung. Hat die Kohle da gelassen. Hat 15 Kohle hier, aber nicht. Und die Fässer hier waren zum Handeln da, ne?
Das ist doof, ne? Nichts Passendes dabei. Und er geht wieder über Budapest, was ich doch gar nicht wollte, oder? Kann das sein? Exquisit. Route deaktiviert. Route aktiviere ich, aber Route möchte ich ändern. Ich will nicht, dass sie über Budapest ziehen, ne? So, das ist die Route, die jetzt nach da geht. So, die tauschen das aus und dann kann er auch noch da gehen. Ja, lassen wir es mal so. Ist die Frage, ob sie das passende kriegen, ne? Ist das unser Händler? Ich glaube ja. Der bringt nichts Wichtiges mit, der auch nicht. Und der jetzt hat auch nicht die Kohle mit. Alles mit der roten Verwaltung funktioniert irgendwie gerade nicht gut. Ich weiß nicht warum, aber es geht irgendwie nicht. Ich kann das hier anklicken, aber läuft komisch. Letzte Stadt löschen hat er jetzt gemacht. So, von da nach da, nach da, nach da. Dann wieder dahin. Macht er das jetzt? Ja, jetzt habe ich das, was ich wollte. Das ist der Händler. Ich muss mal gucken, dass das jetzt läuft. Ich glaube, der ist jetzt da durchgelaufen, weil er irgendwo da runter muss. Ja, das sieht auch schön hier dies aus, aber im Endeffekt ist es falsch, ne? Er kann nicht direkt laufen. Das heißt, wir sollten die Strecke nochmal bearbeiten. Nämlich von hier, ne. Und da nach da, dann nach da, dann nach da, dann nach da, da. So, das ist jetzt eine richtige Route. Nächster Händler. Der ist das. Den können wir schon mal dann ganz krass weglassen. Der kann sich dann eine andere Route aussuchen, ne? So, die vier Städte sind versorgt. Das würde bedeuten, der nicht nach da. Nein, nicht nach da. Nach da, genau. Dann nach da, nach da, zurück, zurück, passt. Fertig, läuft. Nächster Händler. Oh. Mit Freude. Ah, weg damit. Nein, nein, nein und nein. So, der lief von da nach da, der lief von da nach da und da vielleicht hin. Aber wir können den dann nach da laufen lassen. Und nach da und nach da. Dann haben wir auch einen anderen Weg gefunden dahin. Gut. Passt. Und los geht die Tour. Läuft. So. Das ist unser Händler, der das Ziel erfüllt.
Der ist auch okay. Das war der, das war der. Und der Händler hat, ach so, da eine Route. Okay. Stellt sich gerade die Frage, wie viele Händler wir haben, ne? Sehe ich da oben gar nicht so direkt. So. Da fehlen diese Rohstoffe. Die hat der aber jetzt mit. Ob das jetzt so richtig ist, ich weiß es nicht. Okay, der bringt da auch das hin. Dem fehlen die Porzellangeschichte, Keramikgeschichte. Die gibt's hier. Da fehlt aber die Kohle. Es gestaltet sich sehr schwer. Wo bringt der was hin? Hungersnot in der Stadt, okay. Der geht nach da oben, bringt aber nichts. Handel. Ja, die haben Kohle, aber nicht so viel, dass es weitergeben würden wahrscheinlich. Ja, ich glaube, wir müssen definitiv die Händler nochmal in Angriff nehmen. In der nächsten Folge würde ich sagen, ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.